schenke mir den. Ja, Peter, das war mein So, und hier haben wir Mensch im Aktivstehen. Ah. Wir haben Riemenschwäche aus der 20. aus dem 4CV, aus dem Hause Benot, der direkte Konkurrent des Thema. Wir haben 50 Carrera, das Kriegsmodell und natürlich Jaguar. Ein MGA Die schönste Tochter aus Bremen folgt, die Isabella aus dem Haus. Hab ich auch schon gesagt. Der klassische Olympische Rundfunk, ebenfalls technische Rundfunk, gar nicht mehr. Sozusagen Westentaschenverrat. Ein weiterer XK 120, dieses sagenhafte Auto. Wow. Meine Damen und Herren, der 1960er Cadillac als Cabrio und den Volk, der 1980er Buick. Meine Damen und Herren, das ist die erste ja schon. Der hier mit einem 1958er unterwegs. Wenn wir schon mal sehen, kann ich sagen, die höchsten Flossen aller Zeiten mit Kleben. Die gab es 1959. Ja. Cadillac 59. Größer und höher wurden sie noch nie. Hier kommt der englische Volkswagen, der Morris Minor. Das Auto, was sie fast 50 Jahre lang gebaut haben. Und in 40 Jahren. Der Messerschmitt der Wiesbanner. Und natürlich Bildschirm, die Göttin aus Frankreich, La DS, ein Wortspiel aus den beiden Buchstaben D und S und hier als ganz seltenes Cabriolet Chaperon. Henri Chaperon war der Karosseriebauer, der aus dem DS ebenso ein Cabrio gebaut hat. Das Auto, da von Bundesstraße Blick, entscheidend, ist euch geliehen, ich weiß gleich warum, der Spitzname von dem hier ist, ja klar, der war auch Engel. Feuerwehr. So, hier kommt die Feuerwehr, die bitte langsam, denn hier kommt die Landbevölkerung mit ihrem Porsche. Auch das ist Porsche, der rote Porsche Diesel, den man manchmal Porsche Diesel der jetzt hier kurz reingewunken wird. Auch den Ferrari werden wir gleich noch sehen in der Klasse. So, hier kommt wieder unser französischer Volkswagen, der 4CV mit dem 700 Kubikzentimeter Heckmotor, Vierzylinder und ein Aston Martin Special. Und wir haben Folgen von Bugatti, die jetzt hier mit hier ist er, der King of Chrome, der 1958er Buick entstanden. Gehört und da sozusagen für die